Willkommen hier wieder zurück zu Harvest Moon, Home Sweet Home. Ah, ein leckeres Frühstück am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und das Alba-Tagblatt hat auch wieder was geschrieben, denn zur Zertifizierung lokaler Spezialitäten. Babykarotten aus dem Dorf Alba ist in der Stadt sehr beliebt. Oh yeah! Das ist schön. Also das heißt, meine Babykarotten haben mir jetzt erstmal richtig schön in den Schub gebracht. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Wir haben jetzt 25.000. Das geht doch, oder? Das geht doch. So, dann wollen wir ganz kurz gucken. Wir müssen jetzt noch Titan finden, Gold finden, Karotten und Hibiskus, Runkelrüben. Und das war's. Ich finde, da geht was. Da geht was. Da geht definitiv was. Wobei mir gerade einfällt, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Aber okay. Ach, verdammte Axt. Na, egal. Ich wollte ja gucken, wer wollte jetzt was werden. Wir wollten Ankora-Huhn werden. Lassen wir erstmal das Huhn sein. Freuen uns, dass wir jetzt hier ein bisschen was bekommen, hier ein bisschen was bekommen. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch mehr gepflanzt? Ich glaube ja eigentlich nicht, ne? Nee. Ich guck nochmal, ich hab's aber hier. Oh, das ist richtig gut hier, das Feld. So, dann kümmern wir uns um die Tiere. Ja, nee, ist klar. So, dann hier einmal ganz kurz das Futterbehälter nachfüllen. Und dann kümmern wir uns um unsere liebe, netten Tiere. Und danke übrigens für den Hinweis, dass man jetzt hier dann mehr Geld verdienen kann mit den ganzen Sachen. Was ist denn hier mit, ist das Flitzinchen oder ist das Luxi? Flitzinchen ist das. Okay. Flitzinchen hat Zuckungen gehabt. Nein. Okay, Kimmy ist jetzt auch wieder bei bester Laune. Und jetzt lasst mich hier raus. Lasst mich hier raus. Ah, sie verfolgen mich. Okay, gut. Tiere rauslassen. Und jetzt lohnt es sich schon, das Abholzen. Ich weiß es gerade nicht, ob sich das lohnt. Okay, nee, das lassen wir so. Halt! Ja. Oh, Trouble, eigentlich wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt etwas, das ich wirklich brauche. Hast du etwas übrig? Wärst du bereit, es mit mir zu teilen? Broccolini! In 7 Tagen! Und ich bekomme seine Marzano-Tomaten? Immer her damit, das sind die geilsten Tomaten von allen. Also Leute, wenn ihr euch mal eine Pizza macht, ja, ich weiß, das ist ein bisschen teuer, gebe ich ganz ehrlich zu, aber passierte seine Marzano-Tomaten, Hammer. So richtig süß, lieblich und oh, richtig schön. Mein Lieblingskunde, ja, das würde ich auch sagen.
wenn ich der einzige Kunde bin. Neun, ach komm. Der Broccolini wird doch bestimmt richtig gut laufen, hä? So, wir wissen jetzt, welches Feld das war. Das war das hier oben. Was so richtig happy gemacht hat, hä? Ich finde es schade, dass es halt genau 8 sind und nicht 9. So. Broccolini! Wobei, die schmecken auch eigentlich richtig lecker. Ja, sie schmecken zwar jetzt nicht so viel besonders anders als normaler Brokkoli, aber trotzdem schmecken sie lecker. Das sind immer so Sachen, also als Kind kannte man nur Brokkoli, Tomaten. Und mittlerweile gibt es so viele verschiedene Sorten. Wahrscheinlich gab es sie damals auch schon, das war einem nur nicht so bewusst als Kind. Und ich muss sagen, also wirklich, finde ich mega. Nichts über Broccolini, es geht nichts über San Marzano-Tomaten, es geht nichts über Broccolini. Ja, aber trotzdem ist Broccolini halt teilweise manchmal viel zu teuer und dann lohnt sich das halt nicht so wirklich, da Geld auszugeben. Ah, dünge ich die jetzt? Ja, komm. Einmal düngen kann ich ja. Einmal düngen ist in Ordnung. Aber ich muss sie nicht alle düngen. Also ich brauche jetzt keine 3 Sterne. Das ist schon mal vollkommen in Ordnung. Gut, eigentlich wollen sie mal 1 Stern, aber egal. Nein, nee, eigentlich wollen sie 3 Sterne. Egal. So, dann haben wir das schon mal sicher. Noch ganz kurz hier Wasser holen. Und dann wollen wir... an den Strand gehen. Ein bisschen Strandparty. Let's have a party. Yeah, komm. Okay, eigentlich wollen wir Holz abhacken, aber nein, Party ist, glaube ich, auch in Ordnung. Schöne Strandparty. Schön am Strand liegen. Wie aber auch straight einfach den Weg läuft. Nein, die Bäume sind noch nicht fertig. Okay. Dann machen wir Holzbrett und hier brauche ich Palmholzbretter. Und halt mit den Leuten reden. Na gut, dann reden wir halt mal mit den Leuten. Und vielleicht kann ich ja jetzt endlich was bei ihr kaufen. Wäre doch auch schon mal was wert. Oh je, ich weiß nicht, was ich tun soll. Troplay, perfektes Timing. Ich habe gehört, wie Mama über etwas sprach, das sie braucht. Ich möchte ihr helfen. Was bedeutet, dass ich dich um deine Hilfe bitte? Troplay, bitte. Grüne Paprika, Zwiebeln. 11 Tage. Aber es sind nicht nur die Fischer. Auch die Feld- und Minenarbeiter beten zur Göttin. Frederik weiß sicher mehr über die Göttin. Da bin ich mir ganz sicher. Hey Troplay, es sieht so aus, als hätte ich mich in deinem Namen erinnert. Wir sehen uns. Ich darf aber immer nichts bei ihr kaufen. Okay, Paprika und... was waren das? Zwiebeln? Ich hole einfach mal provisorisch jetzt Paprika und Zwiebeln, wobei ich der Meinung bin, ich habe noch welche, aber... es
schadet ja nicht, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, Reserve hat. Es ist Donnerstag. Donnerstag hat sie auf, ne? Freitag hatte sie zu, oder? Paprika und Zwiebeln. Ich glaube, die Erdbeermarmelade aus diesem Dorf war mal richtig berühmt. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass die Erdbeermarmelade sogar in der Legende der Erntegöttin erwähnt wird. Also Erdbeeren. Zwiebeln? Nein, Katze. Nicht schon wieder Katze. Nein, nicht Katze. Nicht Katze. Nicht Katze. Sekunde, ich muss ganz kurz hier Platz machen, weil Katze kommt. Da war Katze, habt ihr gesehen? Zwiebeln, Weizen, nein. Paprika. Ich bin der Meinung, ich habe noch Paprika, aber kaufen kann man es ja. Und Erdbeer. Ah, da kaufen wir mal ein paar mehr. So. Ihr habt gesagt, man braucht Erdbeersamen. Und das deutet jetzt gerade darauf hin, dass man hier Erdbeersamen braucht, anscheinend für die Erdbeermarmelade. Also man braucht Erdbeeren für die Erdbeermarmelade, so. So, aber wir sollen noch mit Frederik reden. Der wüsste darüber Bescheid. Oh, guck mal, wo Frederik ist. So, so, Frederik. Schmeckt es dir etwa? Frederik ist am Essen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich meine Dankbarkeit ausdrücken sollte. Oh, Truppe, wie lange stehst du schon da? Ignoriere mich einfach. Ich rede nur mit mir selbst. Oh ja, Troplay, wusstest du, dass eine Legende besagt, dass die Geister der Erntegöttin über unser Dorf wachen? Geister sind normalerweise nicht sichtbar, aber ab und an kann sie doch jemand sehen. Ja. So, gucken wir mal. Verkaufst du die Erdbeermarmelade? Da fehlt noch was. Ein wenig mehr Trüffel vielleicht. Troplay, ich habe dich gar nicht gesehen. Wieso, was ist denn? Oh, ich habe gerade über eine neue Würzmethode für unsere Menüs nachgedacht. Aha, und was meinst du genau? Mein Repertoire besteht hauptsächlich aus Gerichten, die ich im Sommer... Sommet gelernt habe, einem bekannten Gourmet-Restaurant. Aber jetzt, wo ich mein eigenes Lokal habe, dachte ich, es wird Zeit, neue Aromen zu probieren und gastronomische Grenzen zu überwinden. Aber doch nicht mit Pilzen! Leider bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich etwas finde, das den Standard von Sommet standhält. Es ist immerhin ein weltbekanntes Restaurant. Sag mal, erinnerst du dich noch daran, dass ich dich vor kurzem um Rat bezüglich des neuen Menüs gebeten habe? Ja. Nun, ich könnte deinen Rat wirklich noch einmal brauchen. Würdest du mir bitte neue Gewürzmischungen probieren, die ich mir ausgedacht habe? Naja. Ich werde es dich wissen lassen, sobald man sie probieren kann. Und danke, das ist wirklich sehr nett von dir. Truppey, mir ist eingefallen, als ich noch für das Omega gearbeitet habe, kam öfters ein älterer Mann, der dieses Dorf schon einmal besucht hatte. Er hat erzählt, dass die Leute aus Alba jeden Tag Essen zu einer Quelle auf den Berg gebracht haben. Das bedeutet, dass diese alte Quelle vielleicht einmal sehr schön gewesen sein könnte. Hilft dir das bei deinem Dorfspezialitätssuchprojekt? Vielleicht. So, wir brauchen... Erdbeereis. Ratatouille, Borsch, Macaroni, Käsefondue, Minestrone, Maissuppe, Gazpacho, Saftmix, Kokosmilch, Blütentorte, Erdbeermarmelade. Wobei ich muss ja sagen, es ist echt schade, dass alle Produkte, die man irgendwie verwertet, oder das verwertete Produkt, nee, das Endprodukt von den verwerteten Produkten. Also es ist halt schade, dass das Endprodukt teurer ist als das verwertete Produkt. Günstiger verkauft wird als das Endprodukt. So. An! Was für eine schwere Geburt. Ja, anders ausgedrückt, die Erdbeeren sind mehr wert als die Erdbeermarmelade. Wobei, gut, ja, ich wollte gerade sagen, sind wir mal realistisch. Rein theoretisch ist es im echten Leben genauso. Aber der Unterschied ist halt die Menge, was in so welchen Sachen drin ist. Ich meine, wie viel Zucker ist in Erdbeermarmelade und wie viele Erdbeeren sind in Erdbeermarmelade? Hm? Als meine Oma noch Erdbeermarmelade gemacht hatte. Oh mein Gott, jetzt fängt ihr mit sowas an, denkt ihr euch, ne? Ja, aber trotzdem, als sie noch Erdbeermarmelade gemacht hat, da war wirklich, ich würde sagen, zu 90% Erdbeeren drin und der Rest wären dann Zucker und Gelee. Möchte ich jetzt nicht meine Hand fürs ins Feuer legen, aber ich weiß, es waren sau viele Erdbeeren drin.
Und wisst ihr, wer immer genascht hat von den Erdbeeren? Nein. Ich war das nicht. Das war, mein Zwillingsbruder, den ich nicht habe. Aber der war's. Glaubt mir. So, jetzt machen wir erstmal die Erdbeeren. Hatte ich nicht Zwiebelsamen gekauft? Jetzt sag mir nicht, ich habe die Zwiebelsamen vergessen. Warum passiert mir das jedes Mal wieder aufs Neue? Innerlich ärgere ich mich gerade. Wie kann mir das schon wieder passieren? Oh, nein. Oh, es ist schon wieder spät. Wo rennt die Zeit hin? Liebes Harvest Moon Team, ich brauche 5 Minuten mehr Zeit. Ich habe tatsächlich keine Zwiebelsamen gekauft. Sag mal, was ist denn mit mir kaputt? Ja, und Surprise! Zwiebeln fehlen mir. Nicht mal mehr die Paprika. Es fehlen mir die blöden Zwiebeln. Jetzt kann ich die heute nicht kaufen und morgen nicht kaufen, ne? Es ist gerade zu verzweifeln. Die Wettervorhersage für morgen. Sonniger Himmel. Na super, das auch noch. Der Händler ist wahrscheinlich nicht da, dass ich Zwiebeln kaufen kann. Die Händlerin hat schon zu. Richtig, richtig, richtig. Wir gucken auf der Karte. Ist der Händler noch da? Er ist noch da. Vielleicht hat er Zwiebeln. Vielleicht hat er Zwiebeln. Ich sollte mich beeilen, bevor er weg ist. Es ist 19.30 Uhr. Meine Chancen stehen noch gut, dass er noch da ist, wenn ich da ankomme. Ja. Zwiebeln, 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 Zwiebeln. Nein, er hat keine Zwiebeln. Und sie hat freitags zu. Oh, es wäre schon so ein Grund, so von wegen, komm, ich lade den Spielstand nochmal neu. Gerade noch was ein, was ich noch machen könnte. Ist zwar nicht viel, aber es ist jedenfalls ein bisschen Futter für die Tiere. Nein. Da kann ich auch ran, genau. Kann ich ein bisschen Futter für die Tiere machen noch. Ich weiß auch nicht, wieso mir jedes Mal dieser Fehler passiert. Ich wollte eigentlich rein und nicht auf die Glocke, aber ist in Ordnung. Maus und Pixel nach oben bewegt und alles ist in Ordnung. Futter herstellen. 2 Stücke. Yes! Kommt, ist besser als gar nichts. Futter nachfüllen. Was will man mehr?
Gut, eigentlich will ich mehr Dünger haben, aber... Ich meine, klar, ich kann jetzt hier... Zack. Wow, das kostet mich echt... Gefühlt ganz schön viel Ausdauer. Ich möchte mal wissen, ist das dann am nächsten Tag wieder da, oder... Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Das mit den Zwiebeln ärgert mich jetzt. Aber gut. Mich ärgert es, nicht euch. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Und klicke mich jetzt hin, sage bis... Ja. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.